Hi Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und heute haben wir wieder mal richtig große Pläne. Ja Leute, ihr habt richtig gehört. Denn wir werden einen Villager Breeder machen, es in einem Gebäude verstecken, so dass es so cool aussieht und so in das Dings reinpasst. Und danach bauen wir auch noch eine Eisenfarm. Diese Folge sollte eigentlich deutlich viel mehr Content reinmachen. Aber der Content kommt ein bisschen später wegen Zeit, Dingsdungs und ja. Okay Leute, und hier habe ich jetzt alles, was wir für die Farm brauchen. Dann nehme ich das mal ganz schnell. Und jetzt wird es Zeit zum Bauen. Ich habe mir hier tatsächlich ein Design überlegt. Hier könnt ihr es sehen. Ich wollte es eigentlich da drüben hin machen, aber hier ist irgendwie so ein besserer Platz, so es passt so besser hin, so. Also ja, dann machen wir es hier hin. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal hier alles schön flach machen. Okay, Leute, da wir jetzt hier alles schön flach gemacht haben, können wir jetzt die Farm bauen. Also ja, und danach habe ich halt ein bisschen Musik angemacht und einfach drauf losgeballert. Ich habe so einfach die Farm gebaut. Es gab keine Probleme, alles lief gut. Und ja, jetzt habe ich eine richtig geile, effiziente, gute Villager Breeder. Okay, ich habe mich da ein bisschen versprochen. Aber wenn ihr diese Videos genießt, dann lasst ein Like und Abo da. Würde mich sehr freuen darüber. Zurück zu normalem Paul. Also auf jeden Fall, wir warten jetzt noch mal ein bisschen, bis sie damit fertig sind und dann werden wir anfangen, es zu dekorieren. So, jetzt sollten sie theoretisch nicht mehr so einfach hier hinkommen können. Aber eigentlich könnten sie es immer noch, wenn sie jetzt zum Beispiel keine Ahnung, von hier kommen und dann schnell rüberlaufen, dann könnten sie immer noch hier landen, was mich ein bisschen nervt, aber kann man nichts gegen machen. Weil ich werde tatsächlich erstmal hier. Oh, und sie vermehren sich schon wieder. Okay, es geht wirklich schnell. Also auf jeden Fall werde ich es erstmal dekorieren nach dem Design, was ich hier gemacht habe. Und ja, let's go. Und ja, Leute, was jetzt zwischen diesen beiden Aufnahmen passiert ist, das weiß ich tatsächlich selber nicht, weil die fucking Aufnahmen weg sind. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt aufgenommen habe. Ja. Nach Hause gehen. Und damit ist das freaking Gebäude fertig gebaut. Guckt euch das an, das ist einer meiner besten Builds, die ich hier gemacht habe. Ich habe sogar von hinten hier. Und guck mal, während ich es hier gebaut habe, haben sich hier halt Villager schon angesammelt, Bro. Ja, ganz ehrlich, keine Ahnung, ob das legal ist. Ich lasse das einfach mal so stehen für euch. Guckt euch das an, also die Farm funktioniert schon relativ gut. Jetzt war meine nächste Mission, eine Eisenfarm zu bauen. Und ja, wenn ihr es bisher noch nicht bemerkt habt, ich versuche dieses Video so weit wie möglich in die Länge zu strecken, weil ich nicht genug Aufnahmen habe und sowas. Also ja, lasst ein Follow da. Okay, Leute, und damit habe ich hier alle Materialien, die wir für die Eisenfarm brauchen. Und ich glaube, was am besten wäre, ist, wenn wir jetzt einfach eine Timelapse machen. Also, let's go, Leute.
Also Leute, die Replay-Mods-Dings waren ein bisschen verbuggt, aber hier ist die Farm. Ihr seht, hier, die funktioniert super. Hat schon ziemlich viele Sachen gemacht, aber es sieht halt ein bisschen Müll aus. Also finde ich, wird es hier Zeit. Jetzt fange ich tatsächlich an, die Farm zu dekorieren, sodass sie so geil und schön aussieht. Und ja, Mann, let's go! Endlich, Leute, das Terraform ist fertig. Und falls ihr euch gefragt habt, warum das Video so lange gedauert hat, um rauszukommen, ich habe hier so 2 Monate für gebraucht, weil ich zu faul war. Let's go! Sorry, Leute. Ich muss euch leider hier unterbrechen, denn tatsächlich, das Video hört hier auf. Ja, aber kommt auf jeden Fall für den nächsten Part rein, denn da geht's hier weiter. Aber trotzdem, ich hoffe, ihr habt das Video genossen und ciao, Leute.